Guten Morgen und herzlich willkommen am 7. Dezember. Heute lernen wir jemand ganz Wichtigen kennen in unserer Geschichte. Der Bote des Kaisers kommt. Viel Spaß! Man hätte eine Nadel fallen hören können, so ruhig war es auf dem Marktplatz. Es scheint, dass selbst die Vögel den Atem anhalten. Der fremde Reiter lässt seine Blicke schweifen, ob auch jede und jeder auf dem Markt aufmerksam auf ihn achtet. Er rollt seine Schriftrolle auseinander. Dann holt er tief Luft und ruft laut: Menschen von Nazareth, hört den Befehl des Kaisers. Ich bin der Bote unseres Kaisers Augustus. Er ist der oberste Herrscher im ganzen Römischen Reich. Unser Kaiser hat befohlen, dass alle Menschen in die Stadt gehen sollen, in der sie geboren wurden. Dort liegen Listen, in die ihr euch eintragen sollt, damit unser Kaiser weiß, wie viel Menschen in seinem Reich leben. Packt alles ein, was ihr für die Reise braucht. Macht euch auf den Weg, denn so will es der Kaiser. Er lässt seinen Blick noch einmal über die Menschenmenge schweifen und rollt langsam seine Schriftrolle wieder zusammen. Es wird unruhig, sogar laut auf dem Marktplatz. Viele Menschen sind auf einmal sehr verärgert. Ich glaube, es hackt. Bis nach Jericho soll ich laufen? Ich muss meine Ernte einholen, ich habe keine Zeit für so einen Firlefanz, ruft ein Mann. Ach, hör auf zu jaulen, Jericho. Da läufst du keine 2 Tage. In 3 Tagen kannst du locker wieder hier sein. Ich hätte 5 Förderbrüst, aber damit werde ich nicht auskommen, weil mein Bein gebrochen ist. Wahrscheinlich komme ich da nie an. Die Menschen sind sauer. Der Bote hört momentan wahrscheinlich jedes Mal nicht so nette Worte, wenn er die Menschen zum Aufbruch aufgefordert hat. Er weiß aber, dass sie Angst vor der Strafe des Kaisers haben und erinnert sie wieder daran. Es wird wieder ruhig, denn die Angst vor dem Kaiser sitzt tief. Maria ist blass geworden. Josef, müssen wir wirklich bis Bethlehem? Leider ja, mein Schatz. Es ist ein weiter und gefährlicher Weg. Aber in Bethlehem bin ich nun mal geboren und es ist der Wille des Kaisers. Ich verspreche dir etwas. Ich lasse mir etwas einfallen, dass wir schnell zurückkommen. Und unser Sohn hier in unserem Haus in Nazareth geboren. Wir bekommen das schon hin. Wir sind ja zusammen. Und er hat schon eine gute Idee. Und er war ganz sicher. Gott begleitet sie und alles wird gut werden. Ganz sicher. Kennst du dieses Lied? Vielleicht hinterlässt uns einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten viel Spaß! Wir wünschen dir noch einen schönen Mittwoch. Bis morgen. Tschüss.